Ich will ja nicht sagen, ich bin auch nicht abergläubisch, aber Freitag der 13. und es schüttet, oder? Ich würde fast sagen, sehr schade. Wir sehen hier übrigens Brodersdorf. Eigentlich wunderschön. Die letzten zwei Tage hat man hier bestimmt auch schon die Sonne genießen können. Man hat sich gefreut, auch aufs Wochenende und dann das, oder? Kann man das denn tatsächlich glauben? Wir hoffen mal, dass es sich auf jeden Fall bessert in den kommenden Tagen. Gosau hier ebenfalls zu sehen von unseren Wettercamps, die ja in ganz Österreich für Sie platziert sind. Und alle guten Dinge sind bekanntlich der Reihe. Und wir haben auch noch ein weiteres schönes Bild für Sie aus Bad St. Leonhard. Wunderschön, ein wenig sonnig eben auch. Aber wo geht's weiter mit der Sonne? Wie mild wird es tatsächlich? Und wo brauchen Sie einen Regenschirm? Das haben wir jetzt für Sie. Vorher allerdings zur Großwetterlage nach Europa. Hohe Tiefdruckaktivität sorgt in weiten Teilen Nordeuropas für starke Bewölkung mit immer wieder wiederkehrenden Regenschauern. Weiter südlich herrscht höherer Luftdruck, wodurch sich das Wetter von seiner schöneren Seite mit viel Sonne präsentiert. Einzelne Schauer und Gewitter bilden sich hingegen eben in Mitteleuropa. Sie sehen hier zum Beispiel 22 Grad in Rom. Und damit auch schon nach Österreich. Hohe Tiefdruckaktivität sorgt in weiten Teilen Nordeuropas für starke Bewölkung mit immer wiederkehrenden Regenschauern ebenfalls. Eine schwache Kaltfront liegt über Österreich und bringt vor allem am Vormittag bereits einige Wolken und Schauer, im Süden anfangs aber noch sonniges Wetter. Am Nachmittag lockern die Wolken etwas auf vom Norden und ja, ein bisschen kommt die Sonne durch. Im Westen, Sie sehen die nächsten 24 Stunden immerhin sehr mild bei 25 Grad, aber eben auch sehr durchwachsen, muss man tatsächlich sagen. Auch hier wird man wahrscheinlich nass. So wie auch im Osten, da wollte man gar nicht außer Haus gehen. 23 Grad hier die Maximalwerte, also sehr mild, aber eben auch sehr unbeständig. Die nächsten 7 Tage können wir auf ein Wunder hoffen. Naja, Sonntag zumindest. Wird sehr angenehm, sehr sonnig, 24 Grad. Und Sie sehen, es geht bergauf und das ab Mittwoch wieder mit 24 Grad und purem Sonnenschein. Und im Osten, da bleibt es dann länger schön, das ganze Wochenende eigentlich entlang. Wie gesagt, heute immer wieder durchwachsen, sonst bis zu 26 Grad und das hin zum Montag. Na bitte. Damit jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder für Sie zurück. Bis gleich.